Hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach. Diesmal ein Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Erstmal vorab, es gibt einen neuen Kurs von mir, kommt bald raus. Der Notfallkoffer nach toxisch missbräuchlichen, schlimmen, gruseligen Beziehungen. Worauf muss man achten? Einfach ein paar Details, Fakten mal zusammengestellt, weil man gerade am Anfang kann man so viel falsch machen und so viel Geld verlieren auch und so viel Nerven verlieren und Energie verlieren und ja, vielleicht ist das kleine Hilfe, gibt's für meine bestehenden Follower und Fans wirklich zum ja, Sonderpreis für 29 Euro im Moment auf liebeschipp.de und wird dann bald deutlich teurer werden. Wenn er dann rauskommt, ist jetzt quasi die Frühbucherphase und am 10. März kommt er raus. Ja. Heute haben wir wieder ein richtig schönes Thema. Und zwar geht es mal wieder um Chemie versus Kompatibilität. Und auch mal wieder um Online-Dating und diese ganzen Sachen. Genau, so. Und wenn du auch solche Nachrichten stellen willst, mach das über ein Formular auf liebeschip.de. Ach ja, und meine Paartherapie-Fortbildung geht bald los, da kann man noch einsteigen, wenn das was für dich ist. So à la Liebeschipp Hemschemeier kannst du dich gerne noch melden bei support@liebeschipp.de. Gut, ja, eine Nachricht von Anna Stefskalowitschka und sie schreibt: Hallo Christian. Nach einer zweiten Runde, die viel schlimmer war als die erste, bin ich vor circa 1,5 Monaten nun wieder im Single-Leben angekommen, im Schönen. Mir geht es erstaunlich gut, da mir bei der zweiten Runde auffiel, wie schlecht mir mein Ex hat. Ach, ist ja schon mal praktisch. Als wir dann auch Weihnachten getrennt verbrachten, ja, also es ist ja immer wieder, was ich sage, wenn der Partner mit euch Weihnachten nicht verbringen will und ihr seid schon länger als ein paar Wochen zusammen. Nicht gut. Als wir dann auch Weihnachten getrennt verbrachten und er auf eine Einladung zu einer Party meinte, seine Freizeit wäre kostbar, er hat so wenig davon und dass er diese dann gern anders verbringt, statt mit fremden Leuten, wurde es mir klar. Ja, dann merkt man, wo man so auf der Prioritätenliste steht. Platz 789. Ja, ist vielleicht nicht, was man will, ne? Nach einer erneuten Trennungsandrohung und Spielchen seinerseits machte ich kleinen Tisch und habe alles gesagt, was ich dachte. Seitdem ist Schluss, wurde zu viel für sein Ego. Ich fühle mich viel besser als nach der ersten Trennung. Ich fühle mich erleichtert. Die Anziehung verspüre ich bis zum Ende auch nicht mehr so extrem. Ist das ein gutes Zeichen? Ich würde nicht so viel geben auf Anziehung. Also Anziehung wird eben, ja, also es gibt gute Anziehung, es gibt schlechte Anziehung, es gibt Schmerzkörperanziehung, es gibt vielleicht eine Anziehung, die wirklich darauf beruht, dass es wirklich die richtige ist. Ich will da nicht zu viel drauf geben, guck einfach, ja, wie geht's einem? Tut's einem gut, tut's einem nicht gut? Fertig, ne? Nun habe ich mich wenige Tage nach der Trennung online wieder angemeldet. Findet den Fehler in diesem Satz. Also, das ist, ich kenne dich ja jetzt nicht, aber Bedürftigkeit zieht Bedürftigkeit an, ne? Und wenn man so das Gefühl hat, ich muss jetzt unbedingt einen Partner haben, muss sofort wieder daten, ja, und man ist so Pluspol, dann in seiner Pluspolbedürftigkeit zieht man gerne wieder Minuspolbedürftigkeit an. Also, das Universum funktioniert so. Kann's nicht anders machen, ich kann es auch nicht anders erklären und ihr macht natürlich, was ihr wollt, aber es ist wirklich vorprogrammiert, dass man da in den nächsten Mist kommt. Also ich weiß es nicht, wie lange die Beziehung ging, aber ich würde auf jeden Fall
eine Pause einlegen, zur Ruhe kommen, Autonomie wieder gewinnen, das erstmal sacken lassen. Ich meine, wie viel Chance hat denn jetzt jemand, der jetzt kommt, nachdem du gerade getrennt bist? Also, das ist, mach das nicht. Und warum Tinder und warum Online-Dating? Ich meine, weiß ich nicht, unter 90 kein Online-Dating. ich bin da mittlerweile immer mehr dagegen. Also, wenn es jetzt sich partout einem die Intuition sagt, man sich dazu berufen fühlt, Online-Dating zu machen, dann macht es natürlich. Oder euer Herz euch das sagt. Aber ich weiß nicht, ob das Herz das oft das sagt. Ich glaube, das Herz sagt oft: Ach, jetzt lass uns mal ein bisschen heilen und zur Ruhe kommen. Und das Universum wird mir schon den richtigen schicken. Und dann bin ich vielleicht mal ein bisschen alleine. Und ist ja nicht so schlimm. Also für diejenigen, die Dauersingle sind, da nicht rauskommen, das ist was anderes. Da muss man sich vielleicht mal ein bisschen in den Arsch treten. Und auch mal wieder in den Sattel kommen, sag ich mal. Aber so jetzt in diesem Falle, warum? Lass es doch erstmal gut sein. Weiß nicht, amüsiere dich als Single, geh raus, mach ein nice, geiles Leben, aber da wird nicht viel bei rauskommen, wirklich. Und gerade Tinder ist echt schlimm, finde ich. Also Tinder kommt, glaube ich, später jetzt nochmal, deswegen schließe ich mal raus, dass es Tinder ist. So, gut, aber nun habe ich wenige Tage nach der Trennung online wieder angemeldet und entdecke folgendes Phänomen. Es ist extrem schwer, Kompatibilität und Chemie in einer Person zu finden. Oh, wow, das sind ja mal News. Da brauchen andere ein halbes Leben für oder Jahre, es zu finden. Also, das ist jetzt, dass du das nach 2 Tagen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Also gerade Leute, die viel an ihrem Liebeship gearbeitet haben, die viel gemacht haben, vielleicht die Kurse bei mir lange an sich gearbeitet haben, das kann durchaus sein, dass du irgendwie toxisches Dating-Situation beendest und plötzlich ist Schluss, plötzlich findest du den richtigen. Also das höre ich auch immer wieder. Also es ist überhaupt nicht so, dass das sich nicht von einem Tag auf den anderen enden kann, aber ich habe jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass das hier so eine Situation ist, weil du dich da noch zu viel im bunten Treiben bewegst. Das ist ja auch so ein Problem, was einen in der Toxik hält, ist ja diese ja, Fokussierung auf Äußerlichkeiten. Und was ist Tinder mehr als eine Fokussierung auf Äußerlichkeiten? Ne? Also das ist der heilige Gral, das ist Kompatibilität und Chemie, das ist die Krönung, das ist echt schwer. Aber wie gesagt, natürlich kann das jederzeit passieren, aber ja, es ist extrem schwer. Geht das nur mir so oder ist es generell schwer, beziehungsweise bin ich zu wählerisch? Ihr könnt gerne ihr andermal kommentieren runter, da haben wir wahrscheinlich 3778 Kommentare, dass es fast allen so geht, ja. So, ich hatte schon einige Dates, ich weiß, Datingpause nicht eingehalten. Böse, böse, böse. Aber entweder verspricht, aber das passiert dann, sorry. Ihr könnt natürlich meine ganzen Ratschläge alle immer wieder in den Wind werfen, wie es, glaube ich, auch oft passiert. Dann wundert euch nicht, wenn die, ach, jedes Mal vergesse ich das, wundert euch nicht, wenn dass, ja, wenn ihr nicht die Resultate bekommt. Also, es ist so. Gut. Setze ich mich zu sehr unter Druck? Und eine Frage zur Chemie. Wie attraktiv muss ich einen Mann mindestens finden? Reicht es schon, wenn ich ihn nur ein wenig attraktiv finde? Also, das spricht auch viel. Ja, ich glaube schon, eine gewisse Bedürftigkeit raus, aber prüfe es für dich. Ja, ich sehe mich ja als High-Performance-Coach. Also natürlich sollst du den Mann attraktiv finden. Also, warum sollst du in eine Beziehung gehen? Man muss ja nicht in einer Beziehung sein. Warum soll man in einer Beziehung sein, wo man den anderen nicht so richtig attraktiv findet? Und weil das führt nur wieder zu Bindungsangst oder Minuspol sein auf der eigenen Seite und nicht richtig in Exklusivität reinkommen oder was weiß ich, was da alles draus entsteht wieder. Nee. Natürlich soll es ihn attraktiv finden. Es soll nur nicht der wichtigste Punkt sein. Der wichtigste Punkt ist,
vielleicht doch lieber Loyalität, Kompatibilität, aber das andere, natürlich darfst du, sollst du das ganze Paket haben wollen, ne? Bei einigen Männern habe ich eventuell zu schnell einen Kopf ergeben, weil ich dachte, ich verspüre keine krasse Anziehung. Also, aber ganz ehrlich, was erwartest du denn wenige Tage nach einer Trennung auf einer Online-Börse? Was erwartest du da, dass du Mr. Right direkt vor die Füße fällst? Natürlich, weiß ich nicht, ist dein Herz wirklich schon offen dafür? Das würde ich mal prüfen, ne? Weil, wenn dein Herz nicht offen ist, dann kannst du auch niemanden finden. Für Tipps in Bezug auf Anziehung wäre ich sehr dankbar. PS, ich hatte ein nettes Tinder-Date, jedoch wurde es öffentlich, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, als er sich zum zweiten Date zu mir zu Hause zu Netflix einlud. Da habe ich gleich einen Korb gegeben. Ja, das muss nicht falsch sein. Also mit dem richtigen Partner kann es auch richtig sein, im zweiten Date zu Hause Netflix zu gucken. Das sind alles. Also, es kann auch richtig sein, mit dem richtigen Partner auf dem ersten Date Sex zu haben. Das ist nicht immer falsch. Wenn es der richtige ist, ist es richtig. Aber dass man da vielleicht wartet, ist einfach, sind einfach so Vorsichtsmaßnahmen. Also, wenn ihr wirklich dem richtigen oder der richtigen One Weg lauft, werden sich viele Fragen nicht stellen. Das kann ich euch sagen. Und mach wirklich eine Pause. Und natürlich darfst du beides verlangen. Aber jetzt. Ehrlich gesagt, auf einer Dating-Plattform, die ja schon so suchen, gewisse Neediness, Bedürftigkeit, im Mangel, meiner Ansicht nach, stimulieren Dating-Plattformen dieses Mangelthema. Weil natürlich denkt man, da ist ja so eine Fülle, aber warum geht man auf eine Dating-Plattform? In der Regel doch, weil ihr dem Universum nicht vertraut, weil ihr denkt, nee, ich muss dem Ganzen nachhelfen, jetzt zack, 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 jetzt muss ich mal suchen, das Ganze jagen. Und was macht man, wenn macht das Wild, wenn man es jagt, es läuft weg? Was macht die Katze, wenn ihr die Katze unbedingt streicheln wollt, sie läuft weg? Aber wenn ihr da sitzt, völlig cool, entspannt und relaxed und für Männer James Bond-mäßig oder für Frauen, weiß ich nicht, fällt mir gerade kein Name ein, setzt irgendeinen anderen Namen ein, wenn ihr da ganz cool sitzt und denkt, ja, wird schon alles auf mich zukommen und die Augen offen haltet, ist vielleicht eine bessere Haltung. Und bis dahin, nice, geiles Leben.